Zeitton. Am 8. März ist der Musiker, Wissenschaftler, Philosoph und Komponist René Klimenčič im 95. Lebensjahr verstorben. Die heutige Zeitton-Sendung ist vor allem seinem kompositorischen Werk gewidmet, das eng verwoben ist mit seiner Kenntnis der alten Musik, vieler Sprachen sowie mit seiner Leidenschaft für das Sammeln von Skulpturen und besonderen Büchern. Zu diesem Nachruf begrüßt sie Marie-Therese Rudolph. René Klimenčič hat in den vergangenen Jahrzehnten einige Interviews gegeben, wobei die Anlässe ganz unterschiedlich waren. Zur Eröffnung einer Schau mit Teilen seiner Skulpturensammlung in der Österreichischen Galerie in Belvedere im Jahr 2004, zu verschiedenen Geburtstagen oder zu seinem letzten Konzert im Musikverein mit seinem Ensemble, dem Klimenčič-Konsort, vor 3 Jahren, 2019. Damals hat sich der 91-Jährige im Gespräch mit Stefanie Madertaner an seine Kindheit und an sein erstes Instrument erinnert. Wie damals normal in bürgerlichen Haushalten in Wien, es war das Klavier. Es war einfach normal, dass man Klavier lernt ab einem gewissen Alter. Und so war es auch bei mir. Und das erste Jahr, der Beginn, ich habe mich nur gesträubt dagegen. Es war mir schrecklich und ich wollte damit aufhören. Und dann haben mich meine Eltern überredet und haben gesagt, na ja, schau, uns zuliebe ein Jahr machen, und dann kannst du aufhören. Na ja, und was war ganz sonderbar, nach dem einem Jahr habe ich fast nicht mehr Klavier gespielt und kaum was für die Schule getan. Und da waren meine Eltern wiederum ganz unglücklich. Ihm war es wichtig, sich mit mehreren Disziplinen zusätzlich zur Musik ernsthaft zu befassen. Zu viele Interessen hatte er und zu groß waren seine Offenheit und Neugier und der Wunsch nach Herstellung von Bezügen. So ging er also nach Paris, um an der Sorbonne Philosophie zu studieren. Seine Mehrsprachigkeit scheint Ausgangsbasis für viele seiner Aktivitäten zu sein. Naja, das kam vielleicht durchs Elternhaus, weil ich bin zweisprachig aufgewachsen. Das lässt sich noch ein bisschen von unserer alten Monarchie ableiten. Mein Vater hatte eine italienische Mutter und einen slowenischen Vater. Also die slawischen Sprachen hat er mir leider nicht vermitteln wollen, obwohl er sie beherrscht hat, aber das Italienische. Ich hatte eine Vater- und eine Muttersprache. Mit dem Vater habe ich ausschließlich Italienisch gesprochen, mit der Mutter ausschließlich Deutsch. Und das, glaube ich, hat bei mir ein bisschen das Terrain vorbereitet. Ich war dann einfach offen für verschiedene Sprachen. Ich finde, mit einigen Sätzen ist man in einer anderen Kultur oder in einem anderen Land, zum Beispiel auch wenn man Mittelhochdeutsch liest, ist man in wenigen Sätzen einfach in einer anderen Welt. Und geografisch ist das dasselbe, wenn man halt Französisch oder Englisch, Italienisch, man ist mit jeder Sprache in einer ganz, ganz eigenen Welt drinnen, die das Leben eben auf ihre Art sieht und interpretiert. René Klimenčič im Jahr 2004. In seinen Kompositionen hat er zumeist Texte in Originalsprachen verwendet, wie etwa in seinem 70-minütigen Oratorium Kabbalah auf die gleichnamige hebräische Schrift über die 22 heiligen Buchstaben, komponiert im Jahr 1992. Daraus nun der Beginn, der erste von 10 Teilen. Eine Meditation mit Vokalpermutationen über den großen, unaussprechlichen Gottesnamen, der mit den 4 Buchstaben YHWH übersetzt wird.
René Klimenčič aus seinem Oratorium Kabbalah, daraus prophetische Kabbalah, Vokalpermutationen mit dem Tetragrammton. Der Komponist leitet sein Ensemble, das Klimenčič Consort, ein Mitschnitt der Uraufführung.
René Klementschitz, der erste Teil aus seinem Oratorium Kabbalah in hebräischer Sprache, ein zentrales Werk des umfassend gebildeten Musikers und Wissenschaftlers. 2019 erzählte er: Ja, damals, wie ich es komponiert habe, habe ich kein Wort gekannt im Hebräischen. Ich habe mir das ganz allein gelernt. Und nur ein paar hebräische Bekannte haben mir die Aussprache gelernt. Aber alles andere habe ich früher allein gemacht. Jeden Buchstaben, jedes, ganz allein. Und dann habe ich nach dem Werk habe ich dann Hebräisch gelernt bei einer Lehrerin, jahrelang. In einem Text über dieses Werk schreibt René Klementschitz: Die Ursprache Hebräisch, in welcher jeder Buchstabe in wesensmäßiger Einheit zugleich Zahl, Zeichen und Laut ist, ist wie keine andere geeignet, uns die Schlüssel zu den Türen des Lebens finden zu lassen. Ihre konkrete Weisheit war in den großen Künstlern und Denkern des Abendlandes fast immer mehr oder weniger lebendig. René Klementschitz hat durch verschiedene Arten der Solmisation bzw. durch die akustische Umsetzung kabbalistischer Zahlenstrukturen das Klangmaterial für sein Oratorium gefunden, nicht erfunden, wie er betont. Also es geht mir überhaupt nicht darum, etwas völlig Neues zu machen, weil meiner Meinung nach gibt es sowas gar nicht, sondern ich will nur bereits vorhandene Dinge hörbar machen. Ich will das Ton- und Notenmaterial möglichst nicht selber mehr oder minder willkürlich erfinden, sondern will es mir durch die zu bearbeitende Materie quasi geben lassen. Und so versuche ich auch, soweit es geht, mein Tonmaterial zu gewinnen aus der Struktur der Dinge, die ich ausdrücken will. Also bei gesungenen Sachen hat es dann oft auch mit Solmisation zu tun, dass also die Worte quasi in einer gewissen Weise auch gewisse Töne und Intervalle einem nahelegen durch gewisse Solmisationssysteme oder auch Zahlen, zum Beispiel durch die Kabbala, durch die hebräische Sprache, die ich ja jetzt seit etwa 6 Jahren studiere täglich. Das ist ja eine Sprache, in der heute noch jeder Buchstabe auch gleichzeitig eine Zahl ist. Und jedes Wort eine Zahlensumme. Also auch das sind Dinge, die mich dann beim Komponieren beeinflussen oder mir ein Material zur Verfügung stellen. René Klementschitz 2004 in einem Gespräch mit Ursula Strubinski. Und er führt seinen grundsätzlichen kompositorischen Ansatz aus, der eng mit seiner philosophischen Weltanschauung verbunden ist. Ich will nicht in erster Linie etwas Ästhetisches produzieren. Ich meine, es soll nicht jetzt bewusst unangenehm klingen. Das ist auch nicht meine Absicht. Aber ich will eigentlich gewisse Gesetze hörbar machen, zum Klingen bringen. Also Strukturen, Gesetze, die unser Leben und die Welt irgendwie bedingen und ausmachen, die versuche ich zum Klingen zu bringen. Also innere Gesetze, psychische Gesetze, kosmische Gesetze, kosmische Rhythmen, eine Musik der Sterne quasi. Aber es geht dann auch ins Religiöse hinein natürlich. Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? Und wozu sind wir eigentlich hier? Naja, also da gibt es eine unglaubliche Welt von Fragen, von inneren Strukturen, denen man ein Leben lang nachgeht. Und das geht's mir. René Klementschitz hatte in Wien bei Schülern von Arnold Schönberg studiert.
Nicht nur die neue, auch die alte Musik faszinierte ihn besonders. Er war ausgezeichneter Blockflötenvirtuose, spielte Cembalo, Klavichord und Orgel und leitete sein eigenes Ensemble, das 1957 gegründete Klemenčič-Konsort, das alte Musik auf Originalinstrumenten interpretiert. Als stets neugieriger Sammler von Kunst aus aller Welt und allen Epochen schien es ihm naheliegend, dass auch die sogenannte alte Musik, also die des 16. bis 18. Jahrhunderts, begeistern kann. Mich hat der Gedanke immer beschäftigt, dass die Skulptur, die Malerei, die Architektur des Mittelalters und der Renaissance die Menschen unerhört beeindrucken, dass es da eine Fülle von Büchern dazu gibt. Und dass man die Musik dieser Epochen, die man so schätzt, aber so gut wie überhaupt nicht kennt. Und das war mir eigentlich unverständlich, weil mir war klar, die Musik dieser Epochen muss in ihrer Qualität ebenbürtig gewesen sein, den bildenden Künsten. So René Klemenčič im Gespräch mit Maria Rennhofer im Jahr 2004. René Klemenčič leitet sein Klemenčič-Konsort. Heinrich Ignaz Franz Bieber, Sonate Nummer 6 in A-Moll, aufgenommen im Jahr 1988. Thank you.
Die Sonate Nummer 6 in A-Moll von Heinrich Ignaz Franz Bieber. René Klementschitz und das Klementschitz-Konsort, mit dem er 14 Jahre lang einen eigenen Zyklus im Musikverein Wien gestaltet hat. Im Zeitraum vom 18. Juni 1946 bis zum 4. Juni 2019. 15 Seiten waren befüllt mit den Namen von 600 Musikerinnen und Musikern, mit denen er musiziert hat. René Klementschitz hat als Komponist auch für, sagen wir, alte Besetzungen und sein Klementschitz-Konsort geschrieben, sowie ein paar Film- und Theatermusiken, die sich als Gebrauchsmusik ästhetisch von seinen anderen Werken maßgeblich unterscheiden. Ende der 1970er Jahre hat er für Ariane Mnouchkins Film Molière die Musik beigesteuert. Daraus La Chambre au Miroir, das Spiegelkabinett. Thank you.
La Chambre au Miroir, das Spiegelkabinett, für Ariane Mouchkins Film Molière von René Klementschitsch, der das Klementschitsch-Konsort dirigiert hat. Gesungen hat die Sopranistin Marjorie Vance. Den Großteil seiner Kompositionen machen Werke aus, die um metaphysische Themen kreisen. Für das Sirene Operntheater hat er 2 Kompositionen geschrieben. 2007 die kurze Operelle Monduntergang und 2015 das szenische Oratorium Gilgamesch, jeweils mit einem Libretto von Christina Tornquist. Aus dem Jahr 1993 stammt seine Oper Der Berg nach einem Text von Konrad Beyer. Diese ist erst 2003 beim Karinthischen Sommer uraufgeführt worden. Eine spezielle Präferenz hat der René Klementschitsch neben der menschlichen Stimme für den Klang von Blechblasinstrumenten. Das kommt in seinem instrumentalen Oratorium Unus Mundus aus dem Jahr 1986 besonders gut zur Geltung. Das halbstündige Werk für 3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 3 Schlagwerker und Tonbandzuspielungen beschreibt den Lebenszyklus als kosmischen Zyklus. Es geht um das Entstehen, das Dasein und das Wiedervergehen. Mit den Tonbandzuspielungen bringt er Elementares wie Luft, Feuer und Wasser ein, zum Beispiel mit Vogelgezwitscher für das Element Luft. René Klementschitsch über das Prinzip der Gegensätze, das Unus Mundus zugrunde liegt, und direkt daran anschließend ein Ausschnitt daraus. Coincidentia oppositorum, das Zusammenfallen der Gegensätze, es ist auch in der Alchemie dann das Prinzip der Ehe. Die Ehe, die ja immer eine, also geistig eine Verbindung, eine Hochzeit der Gegensätze ist. Eine Art heilige Hochzeit des Gegensätzlichen. Ja, das führt dann in den Tod hinein, der aber dann überwunden wird. Und in einem Dithyrambus kommt also wieder neues Leben sozusagen herein. Und dann könnte der Zyklus in veränderter Form wieder von vorne beginnen.
Mundus. Gespielt hat das Klementschitsch-Konsort unter der Leitung des Komponisten. Handelt Unus Mundus von der Gegenpoligkeit der Welt, die erst durch die Vereinigung der Gegensätze ein Ganzes sein kann, hat René Klementschitsch mit seinem Oratorium Apokalypsis die gesamte Offenbarung des Johannes vertont. Mehr als 3 Stunden dauert dieses Opus Magnum in altgriechischer Sprache, das 1996 beim Festival Wien Modern uraufgeführt worden ist. Er hat aus der jahrtausendealten Überlieferung hebräischer und christlicher Mystik einen bestürzenden und sehr gegenwärtigen Sinn der prophetischen Offenbarungen des Alten und Neuen Testaments gelesen und gedeutet. Weniger als Vision des Grauens, sondern als Verwandlung zu einem Besseren. Als etwas völlig Positives. Das ist nicht das Ende von allem überhaupt, sondern nur immer das jeweilige Ende in unserem Zeitleben, weil ständig geht etwas ja zu Ende, erfüllt sich und springt dann eben weiter. Man begibt sich ja bei den Apokalypsen überhaupt in Dimensionen, die nicht immer raumzeitlich allein gebunden sind. Und daher haben diese Untergänge dann dort auch eine ganz andere Bedeutung. Apokalypsis ist ja auch im Wortsinn eigentlich eine Enthüllung. Es handelt sich stets grundsätzlich um die Enthüllung, griechisch Apokalypsis unseres Selbst, unseres jeweiligen Jetzt. Der jüngste Tag ist immer jetzt. Nach den Geburtswehen und notwendigen Schrecken dieser Selbstwerdung, in der Apokalypse des Johannes sich auf verschiedenen, oft auch quasi ineinandergreifenden Ebenen abspielend, erfolgt die Ganzwerdung. Heilung. Heilung unseres Selbst. Das neue Jerusalem. Einheit von Dies und Jenseits, Gefühl und Verstand, etc. Apokalypse, also nicht in einer unbekannten, fernen, sensationellen Zukunft, sondern hier und jetzt, in unserem Herzen. Apokalypsis, komponiert von René Klementschitsch, 1995-96. Oratorium in altgriechischer Sprache. Gesamtvertonung der Offenbarung des Johannes aus dem Neuen Testament. Daraus der 22. Teil, von der gewissen Freude des ewigen Lebens. René Klementschitsch leitet das Klementschitsch-Konsort. Es singen der Frauenchor des Wiener Kammerchors, Bernhard Landauer Countertenor, Christian Bauer und Johannes Kuhm Tenor und Wolfgang Bankel Bassbariton. Oh.
Von der gewissen Freude des ewigen Lebens. Der 22. Teil aus dem Oratorium Apokalypsis, komponiert von René Klementschitsch, der vergangene Woche im 95. Lebensjahr verstorben ist. Er hat selbst das Klementschitsch-Konsort in diesem ORF-Live-Mitschnitt vom Festival Wien Modern 1996 dirigiert. Der Philosoph und Musikwissenschaftler René Klementschitsch hat 1956 über Sein und Bewusstsein an der Universität Wien promoviert. So wie er in seiner Wohnung mit Skulpturen und Kunstwerken aus unterschiedlichen Epochen und Weltgegenden seinen eigenen Inspirationsraum geschaffen hat, so sind auch seine Kompositionen eine Zusammenführung seiner Lebensthemen, der Schöpfungsmythen, der Religionen und Kulturen in ihrem Miteinander und Nebeneinander und der großen Fragen nach dem Sein und Werden. Das ist etwas, was mein Leben also wirklich täglich und stündlich bereichert. Eben auch, weil das Licht sich ja ständig ändert. Es gibt ein Tageslicht, ein jahreszeitliches Licht. Der Lichteinfall, sie sind niemals wirklich völlig identisch. Oft gibt es dann vielleicht einmal im Jahr nur einen Lichtstrahl, der auf eine Skulptur so und so fällt, und das wirkt dann wie eine Vision. Als letztes Musikstück dieser Sendung, die dem Komponisten und alte Musikexperten René Klementschitsch gewidmet ist, »See Amor« von Sebastian Fester aus dem Jahr 1541. René Klementschitsch spielt am Claviciterium, ein dem Cembalo ähnliches Instrument. See Amor, René Klementschitsch, mit Musik aus der Renaissance von Sebastian Fester. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1995. Dieser Zeitton war dem Komponisten René Klementschitsch gewidmet, der am 8. März 2022 im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Die Textstellen hat Roman Eichinger gelesen. Für die Tontechnik dieser Sendung war Fridolin Stolz verantwortlich. Die morgige Sendung Alte Musik neu interpretiert wird in Memoriam René Klementschitsch von Colin Mason gestaltet. Im Zeitton-Magazin Morgen, präsentiert von Astrid Schwarz, berichtet Rainer Elstner über Aktuelles von ukrainischen Komponistinnen und Komponisten.
Es verabschiedet sich mit den besten Wünschen Marie-Therese Rudolf. Null.